Er guckt sich Kuchen an. Was kriegen wir jetzt? Hallo? Sieht aus wie so ein Overhead-Projekt. Ach nee, doch nicht. Ist eine Kamera. Ja toll, jetzt wird er beobachtet. Ansonsten ist gut. Ja, nicht perfekt, aber geschafft. Ich kenne auch so einen Ausdruck, irgendwie nicht die richtige Formel, aber das richtige Ergebnis, irgendwie sowas. Gratulation, als Ex-Azubi und Chefaufseher-Lehrling hast du ab sofort Anspruch auf Nahrung und künstliches Sonnenlicht. Wow! Außerdem bist du soeben in das weiterführende Testprogramm eingeschrieben worden. Sehr schön. Hin und her. Oh Gott. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, okay, ich glaube irgendwie sowas wie dahin, dahin, dahin. Achso, warte mal, wenn die darüber, okay. Wenn die darüber gehen, gehen die automatisch darüber. Guck mal, hier kann man, das ist faszinierend. Ich denke mal, hier muss man ein komplettes Gerüst aufbauen, dass das auch später dann hier oben... Das ist faszinierend, das gefällt mir. Und da oben ist sowieso separat. Gut, dann versuchen wir doch mal... Ich mache das mal in voller Länge. Genau, und dann wiederholen wir das hier unten. Hallo? Genau, und jetzt machen wir überall so Verstrebungen rein. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Ich mach's jetzt einfach mal. Also im Sinne von... Von mehr teils es auch nach da oben hin verbinden kann. Oh. Nee, bei mir ist soweit eigentlich alles okay. Ich habe die Tage alles geschafft, was ich muss. Ich muss nur noch mal zur Post. Naja, also so ultimativ stabil ist es jetzt auch nicht. Aber es geht. Und tot. Ich weiß nicht, ob... Oh. So. Wollte gerade sagen, oh nee, jetzt muss ich das nochmal bauen. Nee, muss ich nur zurückgehen, okay. So. Ich höre den Postboten. Probier's mal so. Oh. Egal, können wir gleich korrigieren. Ach, guck mal, wir können hier auch noch mal welche reinmachen. Ich weiß nicht, ob das so hilft. So. So, probieren wir es mal aus. Also wir haben da oben noch so eine Festhalle. Ja, guck mal. Guck mal, wie gut das läuft. So, dann müssen wir jetzt nur noch hier oben schauen. Ja. Also es ist auch nicht immer super, wenn man das auf die also so macht, wie ich es jetzt mache, hier mit der stärksten Weite. Besonders, ich glaube, es wäre wirklich besser, dass sie irgendwie... Doch, so geht's auch, okay. Das
Problem ist, wenn ich das jetzt hier reinpacke, kann es sein, dass die... Ja, weiß ich noch nicht. Ich habe gerade übrigens mega Bock. Ich habe jetzt wieder so viele Minecraft-Videos geguckt. Ich habe so Bock gerade wieder auf Minecraft. Müssen wir unbedingt wegen dem Server gucken, ne? Oh, shit, ich habe vergessen, das zu machen. So, dann schauen wir doch mal, wie es aussieht. Ich mag diese ganze Brückenkonstruktion da unten übrigens total. Super. Kann man nicht meckern. Ich wollte gerade sagen, da kommen bestimmt ganz viele hintereinander. Das ist der Stresstest. Alter, sind das viele. Ja, guckt euch das mal an. Da kann es, glaube ich, nicht besser laufen. Außer vielleicht weniger Materialien benutzen, aber... Großartig. Finde ich gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ja. Ich sehe, was das Spiel will. Besonders hier kann ich nichts bauen, weil das blaue Ding da hier ist und hier sind keine Sachen. Aber bedeutet... Warum ist das hier? Mhm. Ich kann sehr verwirrend. Ich versuche mal erstmal eine Sache, die natürlich die, ich sag mal, die vernünftigste Sache ist. Ohne die zwei Seile wäre es möglich, dass etwas zusammengebrochen, die wären selber schon rot geworden. Ach, die waren schon rot. Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Naja, ich finde es so gut, wie es jetzt geworden ist und haben wir doch ganz gut gemacht. So. So. Und das Ergebnis zählt ja zum Schluss, ne? Das ist das Wichtigste. So. Genau, und da müssen wir jetzt irgendwie sehr viel... Ah, ich sehe, was das Spiel will. Ich sehe, was das Spiel will. Oh, was? Ja, okay, dann nicht. Ja, warte mal, wir müssen hier irgendwie sowas schaffen. Na,
Ja, ich wollte gerade sagen, das schafft der, glaube ich, überhaupt nicht. Okay. Das ist jetzt nur experimentieren, ja? So, also nicht meckern. Das ist auch gar nicht, ich glaube, das ist doch ein bisschen kontraproduktiver, als ich dachte. Ja! Es klappt! Und das war nur experimentieren, ne? Ich hoffe nur, die treffen sich jetzt nicht. Oh. Ja. Okay, ja. Ich will mal einmal ganz kurz was nachschauen, einen Moment. Der Chizzy hat irgendwas gemacht. Oh. Ja, alles gut, war nur mein Bruder. So. Schauen wir nochmal. Muss noch mal gucken, das Fahrzeug generell da lang fährt. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee. Oh. Okay, da war der Winkel doch zu stark. Okay. Oh, okay, die zwei sind verloren. Ja, das Problem ist einfach, die treffen sich direkt. Oh, warte mal, was wird denn, wenn wir das einfach gerade machen? Hä? Wieso macht der erste ein Salto und der zweite aber nicht? Oder ist das hier egal eigentlich? So, das ist jetzt mal ein bisschen tiefer. Okay, da kriegt er irgendwie nicht genug Schwung. So kriegt er nicht genug Schwung. So, ich versuche mal einen nur. Da, weil er zu stark abgebremst wird. Wenn wir das hier höher setzen. Ne, die müssen direkt beim zweiten Mal muss der da durch. Das kriegt er, glaube ich, auch nur hin, wenn man das so macht.
Oh, wow. Okay, das ist interessant. Okay, versuchen wir es mal mit mehreren. Okay, kicken die den einen noch irgendwie weg? Es hat geklappt, also was will man mehr? Ich find's herrlich. Ich find's herrlich. So, was haben wir denn hier? Helix. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Propeller beanies and suspenders are now available in the recreational area. To proceed okay. with the next test, please twirl your beanie propeller while balancing on one leg. For safety, turn a little more toward the security camera. Wieder eine reingeschoben wurde. Ja, es hat aber geklappt, ne? Yes, just like that. Nee. Ja, schön. Also ich frage mich hier manchmal, wem was hier so viel Spaß macht. Moment. Also wenn jetzt ein Fahrzeug fährt. Ja, ich glaube, das muss nach oben und das andere Fahrzeug muss nach unten. Würde ich jetzt mal so beschreiben. Und dann können die beide raus. Ich mache jetzt mal den Ausgang als erstes. Ist immer das Wichtigste. So. Okay. Ja. Ja, was gibt's denn bei euch heute Schönes zu essen? Also bei mir gab's gestern Sahnehering, weil ich habe noch zwei und ich dachte mir dann ja, also ich habe noch einen mit Dill, habe ich tatsächlich. Ich habe tatsächlich noch nie welche mit Dill gegessen. Ich habe die immer die normalen Sahnehering so gegessen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich den gegessen habe. Ich glaube einfach, weil ich die zwei habe und, ja genau, weil ich die zwei habe und so. Habe mir dazu 1,5 Kilo Kartoffeln gekocht. Ja, ist eine dicke Menge, weil ich mir gedacht habe, ja, dann mache ich heute den Rest, brate ich heute auf. Als Bratkartoffeln halt, ne? Und den fresse ich dann halt mit dem Rest so von dem Kartoffel, mit dem Sahnehering. Und ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt eine Rampe hinbauen will. Und dachte mir dann, ja, okay. Oh. Und morgen nehme ich dann halt, also ich esse immer so ein halbes Kilo dazu. Und morgen esse ich das dann halt mit. Esse ich dann einfach die restlichen Bratkartoffeln, so wisst ihr? Oder mache ich mir dazu einen Fisch oder irgendwie sowas halt, ne? Ja, also das ist so der Plan für heute, ne? Oder generell der Plan. Der Plan. So, wir müssen jetzt hier nur gucken, weil es jetzt ein bisschen kompliziert. Denn der hier muss ja nach unten. Wie macht man das am besten, weißt du? Weil wenn ich das jetzt mache, dann wird er automatisch nach da fallen. Ich will trotzdem mal ausprobieren.
Oh. Oh. Das ist auch interessant. Sowas habe ich gar nicht gedacht. Ja, und sonst, weiß ich halt auch noch nicht, ne? Wie gesagt, was gibt's bei euch so Schönes zu essen? Interessant. Ja, und Pudding gibt's halt auch noch. Oh, da muss ich noch gucken, genau wie. So, dann zeige ich mal her, wie sieht das aus in Bewegung. Jetzt bin ich gespannt. Nee, nicht lustig, nicht lustig. Nicht lustig, gar nicht. Ach, ich habe nicht gelacht. Wer lacht, ist doof. Oh. Okay. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nicht mehr so viel Auswahl. Oh. Naja, am nächsten. Ich denke mal, dann wird Montag ordentlich geshoppt. Kann ich das ein bisschen erhöhen? Geht das? Ich weiß nicht, lustig, sondern mega lustig. Ach. Ja, man soll ja nicht über solche Sachen lachen, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ist ja jetzt nicht gerade gewaltverharmlosend. Ja, der Winkel ist das Problem hier. Ich finde übrigens sehr faszinierend, was das für eine Steigung hier ist. Oh. Aber wir fahren mal alle Runden lang, da dürfte es doch gar nicht mal so schlimm sein. Ja. Ja, der kriegt jetzt nicht mal so viel Power irgendwie hin, ne? Nein, da war wohl einer zu übermütig. Hey! Es haben ein paar geschafft. ja, schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht unbedingt die Lösung ist, die man hier machen soll, aber hey.
Ich weiß nicht, ob das jetzt produktiver ist. Nein. Experiment war ein voller Erfolg. Nur die Hälfte hat überlebt. Ja. Ich werte das als Erfolg. Ist mir egal, was andere sagen. Für mich ist das ein Erfolg. Sieht knapp aus. Aber es funktioniert. Guckt euch das Spiel hier mal an. Guckt es euch mal an. Wow. Wir haben es geschafft. Ja, finde ich noch ein bisschen blöd, immer dieses Rumexperimentieren zu gucken, ob der Winkel stimmt und so. Hey, wir haben es geschafft. Das ist schön.